Also mittlerweile bin ich echt am Überlegen, ob ich die Haare nicht doch wieder schneiden lasse. Naja, egal, Leute, hallihallo. Projekte, Grillschanke-Projekte. Darunter gehört auch meine Fahrradfahrerei jetzt mit Grillplatzsuche etc. pp. Das wisst ihr ja jetzt schon zur Genüge. Heute eröffne ich einen neuen Abschnitt und der heißt der Fahrradabhänger. Anhänger natürlich. Der steht mittlerweile im Keller, noch im Karton. Da gehen wir nachher gleich runter und bauen den zusammen. Tja, das Projekt wird noch sehr große Ausmaße annehmen wahrscheinlich. Weil irgendwann einmal möchte ich mir dann noch ein E-Bike zulegen. Das habe ich ja auch schon gesagt. Da bin ich mittlerweile schon immer wieder am gucken. Ja, aber halt, hier fehlt es noch, aber das wird. Irgendwelche Sparmaßnahmen fallen mir auch schon wieder ein. Bis jetzt habe ich jedes Projekt durchgezogen, was ich mir vorgenommen habe. Und habe es auch geschafft. Tja, und die nächste Evolutionsstufe, also heute habe ich es, wird dann irgendwann einmal definitiv auch ein anderes Auto sein, wo ich dann ein bisschen mehr reinpacken kann. Das Fahrrad aufs Dach schnallen oder hinten drauf oder was weiß ich und alles mitnehmen kann und dann wirklich komplett wegfahren. Aber das ist noch in ganz, 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 ganz weiter Ferne, weil momentan liebe ich einfach meinen Polo noch zu sehr, um den abzustoßen. Gut, gehen wir in den Keller runter. Ich nehme euch mit, baue ich den Anhänger zusammen, baue die Fahrradkupplung, die Anhängerkupplung ans Fahrrad hin. Tja, und dann gehe ich schnell einkaufen und dann denke ich mir, gibt es heute eine Bratwurst mit einer Semmel, ganz gemütlich an der Donau gegrillt. Ja, so machen wir das. Also ab in den Keller. So Leute, da steht der Karton, den reiße ich jetzt erstmal auf. Also die Transportbox sollte groß genug sein. Ich habe meine Brille oben gelassen. Ich muss erst meine Brille holen, verdammt. Oh. Weiter geht's mit Brille. Naja, das sind die Dinger für die Reflektoren zu festschrauben. Die mache ich jetzt erstmal fest und danach hole ich euch wieder dazu. Leute, ich habe jetzt ein bisschen weiter gemacht schon, weil ich habe einfach über die Anleitung hier ein bisschen aufgeregt. Und habe es immer noch nicht ganz gerafft, wie das funktionieren soll. Naja, das muss auf alle Fälle ins untere rein. Kann man wieder alles zerlegen, weil die Bildchen sind so klein. Man kann schier nichts dran erkennen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tada, fertig ist er. Das wäre dann die Plane oben drüber. Ja. Naja, könnte funktionieren mit zwei Spanngurten. Denke ich mal. Gut. Tja, Leute. Dann räume ich hier schnell zusammen. Mach noch, ah verdammt, da war noch was.
ja ans Fahrrad auch noch hinhängen können. Da brauche ich einen größeren Schlüssel. Tja, viel Platz haben wir hier nicht. Was sind das für ein Mist? Was denn das für ein Scheiß? Ich gehe mal ins Fahrradgeschäft auf und schau, ob die mir was da haben. So Freunde, das ist genau dasselbe, was er oben hat im Fahrradladen. Und das wurde früher tatsächlich an die Sattelstangen festgemacht. Ja, oh, Scheißdreck. Aber der hat einen Adapter da, der kostet aber 30 Euro. Jetzt hat er gesagt, ich soll das Fahrrad ihn aufbringen. Vielleicht haben sie auch irgendwas anderes, meint er. Und das mache ich jetzt und gehe dann zwischenzeitlich vielleicht schnell eine Bratwurst kaufen und semmeln. Weil das mache ich heute noch, hoffe ich zumindest, dass es jetzt doch nicht wieder zu spät wird. Wir sehen uns nachher dann wieder. Scheiße. Einfach nur Scheiße, Kacke, Mist, Müll. Jetzt haben wir es schon wieder 20 nach 4 gleich. Ich stehe jetzt hier mit meiner Kiste. Die wollte ich jetzt eigentlich packen, aber Leute, um die Uhrzeit brauche ich da fast nicht mehr rausfahren. Verdammt nochmal, dann wird es heute schon wieder nichts. Weil der Fahrradladen braucht auch noch ein bisschen. Ich habe mir jetzt extra 2 Bratwürste geholt. Oh. Ach Menno, das regt mich jetzt auf. Tja, ganz schlecht geschlafen heute Nacht. So gut wie gar nicht. Um 6 war ich immer noch wach oder um 5:30. Katastrophe. Und dann habe ich nicht mitgekriegt, dass der um 9 irgendwie sowas schon mein Paket gebracht hat und bin dann erst gegen 12 aufgestanden. Naja, blöd gelaufen heute alles. Tut mir sorry. Aber dann mache ich die hier auf dem Grill heute Abend noch. Freunde, ich bin recht zusammen. Kurz unterwegs. Ja, Fahrradl ohne Anhänger. Ich muss einfach heute schauen, dass ich meine Bratwurst mache, bevor die mir schlecht werden. Und das wollte ich auf alle Fälle draußen auf dem Grill. Einfach bloß Grill und ein paar kleinen Utensilien schnell in die Satteltaschen reingepackt und auf aufs Fahrrad und raus. Wollte ich zuerst vorne an der einzelnen Bank ja, mir es bequem machen. Steht ein Angler dran, hat der sich schon breit gemacht. Verdammt, naja, okay. Puh, jetzt bin ich am überlegen, ob ich unter meiner Brücke bleibe oder ob ich doch noch ein bisschen weiter radel. Na komm, fahren wir noch eine Ecke weiter. Jetzt bin ich wieder an dieser kleinen Ausbuchtung hier und hier bleibe ich jetzt. Hier mache ich es mir jetzt gemütlich. Einen neuen Sattel habe ich übrigens auch drauf. Ja, die Anhängerkupplung ist dran. Naja, passt schon. Gut, dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal, wenn ich rausfahre, alles mitnehmen. Aber jetzt packe ich erstmal meinen Grill und ein paar Sachen aus und schmeiß den Grill schnell an. Stativ habe ich jetzt leider keins dabei. Da muss ich gucken, wie ich das jetzt mit der Filmerei mache. Ja, einfach nur im Grünen an der Donau sitzen. 2 Bratwürste grillen. Tja, schön. Schön ruhig unter der Woche. Jawohl. Quack, quack. Soll ich was Größeres grillen? Na, wo sind sie? Nee, Schmarrn. Meine Bratwürste reichen mir. Heute gibt's keine Ente. Eieiei, ohne Stativ und zweiten Mann ist es echt blöd, sowas zu filmen. Ich habe mir hier jetzt meine Bratwurst auf dem Schaschlikspieß aufgespießt. Habe sie spiralförmig eingeschnitten in 2 Stufen. Einer tief, einer nicht so tief. Die ziehe ich hier jetzt erstmal an dem Spieß etwas auseinander. Und so kommt die nachher direkt, ja, mit Spieß auf den Grill. Jetzt hoffe ich bloß, dass die ganze Aktion nicht zu lange dauert heute, weil ich schaue gerade auf den Fahrradtacho und sehe 17.03 Uhr. Hoi, 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 hoi. Hm? Kaffee ist auch mit am Start. Ja, nach der Arbeit halt. Alles nicht so einfach. Leider. Dann
Dann wollen wir mal, die Weiße habe ich bloß eingeschnitten. Dann schmeißen wir die hier jetzt schön auf den Grill und tun die Bratwurst grillen. Ja, da sind sie hier wohl. So. Ich suche dabei Ketchup und Senf und was weiß ich, was ich alles dabei habe, raus. Und meine Semmeln, tun Semmeln aufschneiden. Eine zumindest. Oder esse ich die so? Naja, schauen wir mal. Ganz einfach heute. Oh ja, so Bratwurst gehen ja recht schnell. Meine Semmel habe ich schon aufgeschnitten. Ich werde sie nur mit Ketchup und Mayo genießen. Beide Bratwurst auf einer Semmel. Oder so ähnlich. Oder Semmel dazu essen. Na, jetzt schauen wir mal. Und im Übrigen, die kleinen Kohlen, was dazwischen drin liegen, ja, das sind die Reste vom letzten Mal. Also, die Kohlen kann man genauso ablöschen im Wasser und wiederverwenden nach dem Trocknen. Naja, jetzt wollte ich gerade den Motordrachen da oben noch filmen am Himmel, aber kriege ich irgendwie nicht ins Bild. So, die lege ich mir jetzt auf die Seite für nachher. Und die hier sieht gut aus. Oh ja, die hole ich mir jetzt vom Grill runter und werde die mit meiner Semmel bisschen Ketchup und Mayo essen. Ich quassel hier wie ein Verrückter und die Kamera nimmt gar nicht auf. Habe schon mal viertelige Semmel gegessen, schön mit Ketchup Mayo. Ist schon was Feines. Die andere Bratwurst esse ich nachher auch noch. Ja, und mit einem Anhänger und ein bisschen mehr Sachen werde ich definitiv am Wochenende hier rausfahren. Plätzle sieht gut aus. Freunde, und nachdem ich jetzt die Wurst aus der Semmel rausgefuttert hatte, hatte ich ja noch Restsemmel übrig und die habe ich jetzt natürlich wieder aufgefüllt. Da könnte ich jetzt noch einen Senf draufhauen. Hätte ich auch da hinten im Fahrrad in der Gepäcktasche. Aber ich bin jetzt zu voll zum Aufstehen. Ich genieße es jetzt einfach noch hier draußen zu hocken und meine Bratwurst zu essen. Ja, meine Grillwurst. Grillwurst. Irgendwo habe ich doch noch zwei Stückchen Semmel hingeschmissen. Na, hol dir die Semmel. Yam, 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 yam. Hast auch noch was davon? Ist mir nämlich vorher runtergefallen, ein Stückle. So, und jetzt kommt sie schön mit in meine Satteltasche und dann habe ich noch für morgen Abendessen. Mag nicht, schwimmt weiter, egal. Ja, ich tue jetzt wieder meine Kohlen ablöschen in meinen Plastikbecher, nehme die wieder mit heim, tue die wieder trocknen, nehme die das nächste Mal auch wieder mit. Ja, Freunde, das war's dann heraus. Wir sehen uns dann erst wieder, wenn ich zu Hause bin. Ups, und da können wir ja noch mal ganz kurz quatschen. Ja, ganz genau, so mache ich das jetzt. So, Leute, 20 nach 6, ich fahre nach Hause und ich war wirklich am falschen Donauufer. Da drüben radelt schon wieder Schnecke vorbei. Naja. Und ja, nichts erinnert daran, dass ich hier war. Sogar meine Kippenstumpen habe ich wieder eingesammelt. Und genau so soll es sein, wenn irgendjemand Outdoor grillt.
Schön den gesammelten Müll wieder mitnehmen und sich nichts nachsagen lassen. Ja, und ich sag's euch, der S-Bit-Grill, nur so schnell mit den Fahrradeln ausfahren, ist ein absolut geiles Teil. Also ich bin vollkommen zufrieden mit dem Teil. Ich bin echt glücklich, dass ich den zu Weihnachten bekommen habe. Tja, wenn ich bloß noch wüsste, wer mir den geschenkt hat. Mann. Michi. Naja, okay. Irgendwo mache ich jetzt noch mal ein kurzes Päuschen auf einer Bank. Ess noch einen Krapfen, weil da habe ich auch noch einen dabei. Und trinke noch ein Becherchen von meinem Kaffee, bevor ich ganz nach Hause fahre. Ja, Leute. Glücklich, zufrieden und vollgefressen bin ich wieder zu Hause. Ich werde noch meinen Krapfen essen und einen Cappuccino trinken. Den Becher nehme ich lieber morgen mit in die Arbeit. Draußen ist mir jetzt einfach zu kalt geworden. Ja, erfolgreicher Nachmittag oder Feierabend kann man sagen. Schön draußen an der Donau, schnell Würstchen gegrillt. Mein Abendessen, ich bin zufrieden. Ja, es wird aber definitiv nicht auf Dauer so sein, dass ich immer bloß so einfaches Zeug auf den Grill hau. Also, da wird mit der Zeit ja auch wieder Schmackes und ordentliche Sachen kommen. Aber Leute, das dauert halt jetzt noch ein bisschen. Im Moment ist es so, wie es ist. Aber alles wird besser. Alles wird gut. Und ja, ich muss mich jetzt erst einmal noch auf ein paar andere Sachen konzentrieren. Und dann wird wieder zu 100% direkt in die Grillerei, also ins Grillgut, die Kraft investiert. Ja, ihr glaubt gar nicht, was das immer Arbeit und Stress ist und alles. Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Und bis dahin, ja, einfache Männerküche-Videos werden auf alle Fälle bleiben. Aber ansonsten wird es dann wieder vom Grillen her und sonstige Sachen lecker schmackofatz werden bei mir. Gemach. Leute, das war's mit diesem Video. Ja, das sollte jetzt auch wieder etwas länger gehen. Draußen gewesen, den Anhänger zusammengebaut und. Wahrscheinlich alles in ein Video reingepackt. Naja, okay. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ja. Entweder drin was Schönes oder hinaus mit dem Anhänger. Wir werden sehen. Tschaikowski.